Herzlich willkommen zu einem neuen Video und als erstes möchte ich euch schon mal sagen, dass ich ein absoluter HomePod-Fan bin, was auch der Grund gewesen ist, dass ich mir direkt den neuen HomePod der zweiten Generation gekauft habe. Denn er hat einmal ein paar sehr wichtige Upgrades bekommen, aber am meisten war ich auf die Klangqualität gespannt, denn die war beim ersten HomePod der ersten Generation einfach genial. Trotzdem bin ich bei der Ankündigung des neuen HomePods auch etwas enttäuscht gewesen, dazu sage ich euch aber am Ende des Videos mehr. Warum ich den HomePod der ersten Generation liebe, was es für Verbesserungen gibt und ob sich die Soundqualität verbessert hat nach dem Intro. Warum ich den HomePod einfach mag? Da ich HomeKit nutze, ist der HomePod perfekt für die Sprachsteuerung mit Siri, auch wenn sie nicht annähernd so gut ist wie Alexa. Aber um die smarten Geräte zu steuern, wie Philips Hue-Birnen oder zum Beispiel unseren Saugroboter. Hey, Untergeschoss reinigen. Oder auch einfach Musik über Apple Music abzuspielen. Dafür reicht Siri vollkommen aus. Auch schalte ich damit gerne das Apple TV ein oder aus. Hey, Apple TV Wohnzimmer aus. Ich mag es auch, dass man die Musik nicht nur mit Siri steuern kann, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, die Wiedergabe zu starten, indem ich einmal hier oben drauf tippe. Ich kann die Wiedergabe auch wieder stoppen. Dann kann ich mit zweimal tippen einen Track nach vorne. Und ich kann mit dreimal tippen wieder einen Track zurück. Genauso kann ich leiser machen oder auch einfach lauter. Und das finde ich ziemlich praktisch. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ohne Hey die Sprachsteuerung zu nutzen, indem ich einfach lange hier drauf drücke. Wie viel Uhr? Es ist 12.15 Uhr. Und natürlich für mich die Soundqualität, denn die ist einfach top. Dann kommen wir jetzt zu den Unterschieden. Den neuen HomePod gibt es jetzt auch in Mitternacht, anstatt wie beim alten Modell in Space Grau. Und es gibt die natürlich auch weiterhin in Weiß. Das Anschlusskabel lässt sich hier hinten jetzt herausziehen. Das war beim alten Modell nicht möglich. Aber was mich schon mal genervt hat, das neue Kabel ist jetzt kürzer und ist bei uns jetzt zu kurz. Beim alten Modell waren es 1,80 Meter und beim neuen Modell ist das Kabel jetzt 1,50 Meter. Dann leuchtet es hier oben jetzt vollflächig und vorher war es nur so. Und die Plus- und Minus-Taste ist jetzt wie beim HomePod Mini im Glas integriert. Und beim alten Modell sah man es nur, wenn man es berührt hat oder wenn er gerade an war. Neu ist jetzt auch, es gibt jetzt einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den man zum Beispiel in der Apple Home App sieht, indem ich den HomePod anklicke. Etwas nach unten gehe. Hier hat man jetzt neu Geräte, zwei Stück. Und hier haben wir einmal den Luftfeuchtigkeitssensor und die Temperatur. Das ist vor allem für die praktisch, die keinen Temperatursensor, der HomeKit unterstützt, im Raum haben. Denn damit kann man jetzt auch Automationen ausführen, dass wenn zum Beispiel 24 Grad sind, die Rollläden sich schließen oder zum Beispiel, dass die Klimaanlage angeht. Dann soll es zu einem späteren Zeitpunkt auch möglich sein, dass der neue HomePod das Geräusch von einem Rauchmelder erkennt und kann dann zum Beispiel eine Benachrichtigung schicken. Eine weitere Verbesserung, der neue HomePod hat einen neuen Chip, den S7, und beim alten Modell war es noch der A8. Dann, was ich sehr gut finde und ein großer Vorteil ist, er unterstützt jetzt Thread und Meta, was gerade für den Smart Home Bereich sehr wichtig ist. Es ist jetzt auch der neue U1 Chip verbaut, was nützlich ist, wenn ich zum Beispiel Musik auf meinem iPhone höre, gehe ich einfach in die Nähe vom HomePod und kann die Musik übergeben. Ich kann die Musik aber wieder aufs iPhone zurückholen, indem ich nah dran gehe. Auf iPhone übertragen drücke und die Musik ist wieder auf meinem iPhone. Auch sehr interessant, das neue Modell braucht jetzt weniger Strom. Bei mir waren es jetzt im Standby zwischen 1 Watt und 1,3 und beim Vorgängermodell waren es bei mir zwischen 1,9 und 2 Watt. Bei der Wiedergabe von Musik ist es jetzt schwer zu sagen, denn da ist der Stromverbrauch immer unterschiedlich, je nachdem wie laut man Musik hört oder welche Musik man hört. Bei mir waren es immer bei beiden Modellen zwischen 6 und 9 Watt. Aber auch hier interessant, das neue Modell hat immer bei der Wiedergabe zwischen 0,5 und 1 Watt weniger verbraucht wie das Vorgängermodell.
So, und jetzt zu einem der wichtigsten Punkte, und zwar die Soundqualität. Denn hier wurde jetzt im Vergleich zum Vorgängermodell nur noch 5 anstatt 7 Hochtöner verbaut. Und bei der Klangqualität, sage ich euch ganz ehrlich, tue ich mich etwas schwer. Der Ton ist beim neuen Modell auf jeden Fall wieder top, aber ob er wirklich besser ist? Ich würde jetzt sagen, der Klang ist etwas klarer und der Bass empfinde ich etwas angenehmer. Interessant ist aber auch, dass bei gleicher Lautstärke der alte HomePod lauter wirkt bzw. lauter ist. Das sieht man auch hier in der Tonspur bei meiner Aufnahme. Ich habe aber auch mal meine Frau und meine Schwiegermutter gefragt, welchen Klang sie besser finden. Und interessant ist, beide haben sich für den neuen HomePod entschieden. Wo es allerdings einen großen Unterschied geben soll, ist wohl im Stereobetrieb. Hier soll der neue HomePod extrem auftrumpfen. Allerdings habe ich leider keine zwei neuen HomePods, weswegen ich dieses nicht testen kann. Denn hier ist es wichtig, wenn man sie zu einem Stereopaar bilden möchte, müssen es zwei HomePods der zweiten Generation sein, zwei HomePods der ersten Generation oder zum Beispiel zwei HomePod Minis. Zusätzlich unterstützt das neue Modell auch 3D-Audio, was der Vorgänger nicht hatte. Und wenn man den neuen HomePod am besten zwei Stück mit seinem Apple TV verbindet, kann man jetzt sogar Dolby Atmos hören. Wie gut das allerdings klingt, kann ich euch leider nicht sagen. Schreibt mir das aber doch gerne in die Kommentare, wie eure Meinung und Erfahrung dazu ist. Würde mich echt mal interessieren, vor allem da man ja einmal keinen Subwoofer hat und auch keine hinteren Lautsprecher. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ich kann nach wie vor den neuen HomePod wie auch den alten ganz klar empfehlen. Allerdings eher für diejenigen, die eh schon hauptsächlich Apple-Geräte nutzen. Denn ganz wichtig, man sollte auf jeden Fall Apple Music verwenden, da leider Streaming-Anbieter wie Spotify oder Amazon Music nicht unterstützt werden. Musik hören über andere Anbieter wäre natürlich trotzdem möglich, dann allerdings nur über AirPlay 2. Dann gibt es noch viele weitere Vorteile beim HomePod der ersten Generation, der zweiten Generation wie auch beim HomePod Mini, wie zum Beispiel, dass man darüber telefonieren kann, ich kann Nachrichten schreiben oder auch mein Smart Home darüber steuern, was mir persönlich sehr wichtig ist, da ich darüber zum Beispiel sehr gerne meinen Saugroboter starte. Aber es gibt auch Nachteile und das ist der Preis, denn der neue HomePod kostet 349 Euro, was ziemlich viel ist. Und ich würde mir wünschen, dass Apple endlich mal an Siri arbeitet, denn gerade im Vergleich mit Alexa oder auch Google Assistent hängt der Sprachassistent von Apple eindeutig hinterher. Aber die Basics wie Musik hören oder auch HomeKit-Geräte steuern, dafür funktioniert es sehr gut. Wenn man einen HomePod der ersten Generation im Einsatz hat, würde ich jetzt sagen, dass es nicht unbedingt nötig ist, auf den neuen HomePod zu wechseln. Außer Thread, Matter oder die Unterstützung von 3D-Audio sind einem wichtig. Zugeben muss ich jetzt allerdings auch, dass ich bei der Vorstellung des neuen HomePods enttäuscht gewesen bin, denn ich hätte mir so sehr einen HomePod mit einem Display gewünscht, wie zum Beispiel beim Amazon Echo Show 10, dass man einfach wichtige Infos sieht, wie zum Beispiel das Wetter, dass man damit dann zum Beispiel auch sein Smart Home steuern kann oder sich auch eine Playlist bei Apple Music aussuchen kann. Und es wäre natürlich auch sehr praktisch, wenn man dann damit Videos schauen könnte. Jetzt würde mich noch interessieren, wie findet ihr den neuen HomePod? Habt ihr vor, einen zu kaufen oder habt ihr schon einen? Was wären eure Wünsche bei einem neuen HomePod gewesen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!